Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch wieder sehr herzlich zum Tagesorakel in der Woche 29. Ja, wir wollen es ja diese Woche mal so halten, einfach mal auf die einzelnen Tage, wirklich tageweise zu schauen. Und das ist jetzt für Freitag, den 22.07. Genau. Ja, der beginnt, ne, in meiner Version jetzt hier oder einfach auch, na, in vielen Traditionen eben schon am Abend, sprich am Donnerstagabend. Ja, schauen wir mal, was sich dann jetzt hier so zeigt. Kleinen Moment noch mal kurz. Hier haben wir nach wie vor das Wochenthema liegen. Ja, und ich verlinke euch auch die erste Legung, ja, wo wir das Wochenthema, insgesamte Wochenthema dann auch mit bedenken. Gib jetzt hier nochmal deine Energie hinein und dann schauen wir mal. Was ich hier zeigen möchte. Zusatzbotschaft für die Nacht. Den Morgen, den Vormittag, Mittag, Nachmittag und Abend. Mal schauen, ob ich heute ein bisschen schneller bin. Entschuldigt, aber es sind einfach auch einige Karten, ja, und damit verbundene Botschaften, ja. Ja, was haben wir hier? Für die Grundenergie, zweiter Schwerter. Naja, da könnte es so ein bisschen vielleicht aufregende, streitige Energie geben, strittige Energie. Vielleicht gibt es tatsächlich Auseinandersetzungen auch mit jemandem. Aber zweiter Schwerter, ne? Einer fällt dem anderen sozusagen hier in die Angriffslust hinein, wird sozusagen eigentlich der Kampf gestoppt. Ja, zweiter Schwerter ist auch so ein Stück weit, ne? Waffenstillstand. Ja. Und gerade eben, wenn es in mentaler Hinsicht, ja, in gedanklicher Hinsicht etwas zu bewältigen gibt und Uneinigkeit besteht, wo in welche Richtung es sich jetzt entwickeln soll, wohin die Entscheidung getroffen werden soll, ja, dann ist es eben hier auch wirklich dran bei den zweiter Schwerter oder gib die zweiter Schwerter als Botschaft weiter. Geh in deine Intuition. Ne? Schau in dein Herz hinein. Was sagt dir dein Herz, deine Herzenskraft? Was ist jetzt wirklich dran? Ja, vielleicht kannst du da auch in Austausch gehen mit der göttlichen, geistigen Welt. Ja, denn die Intuition ist wirklich halt der Schnittpunkt der Kommunikation zwischen göttlicher und menschlicher Welt. Ja. Zwischen Universum und, ja, und uns, ja. Ja, schau, was dir da vielleicht an Botschaft auch zukommt, ja, wo du aus deiner Unentschiedenheit hinausgeleitet werden kannst, ne? Aber, ja, vielleicht ist hier wirklich auch ein Tag, Freitag dann, wo ein wenig, ja, wie soll ich sagen, die Energie herrscht, ja, die Waffen sozusagen ruhen zu lassen, was auch immer das ist, ne? Ja, mit der Arbeit zu Ende zu kommen, einfach ein bisschen, ja, auch in sich zu gehen, vielleicht Ruhe zu genießen, ein wenig innehalten. Ja, naja, vielleicht, ne, gilt es da, den Gedanken eben Einhalt zu gebieten, ne? Zusammengenommen haben wir hier die 10 Schwerter. Ne? Da kommt etwas zu Ende. Die Woche an sich vielleicht. Ja, aber vielleicht auch bestimmte Erledigungen, Problematiken, die du bedacht hast, ja, die dir immer wieder auch Kopfzerbrechen bereitet haben. Ja, hier ist jetzt irgendwie so ein Stück weit auch erstmal Ruhe angesagt. Ja. Ja, mach dich da selber nicht verrückt. Lass dich auch nicht verrückt machen. Ja, die Schwerter sind Gedankenenergie, sind kommunikative Energie. Vielleicht redet dir da auch immer wieder jemand rein oder verschiedenste Menschen reden dir rein. Ja, das kannst du doch so nicht machen oder was, das machst du oder ja, oder in die Richtung willst du entscheiden. Ja,
mit dem und dem willst du zusammen sein, das und das willst du tun. Geh deinen eigenen Weg, ja. Interessanterweise hat sie hier, wie das sonst auf den 8 Schwertern eben nicht ist, die Füße gebunden, ja. Also auch, ne, die 8 der Schwerter ist auch eben so eine Energie. Geh in deine Intuition, ja. Geh in deine Intuition, die führt dich raus aus deinem Gedankenchaos, ne, aus Kopfenergie, auch vielleicht Streitigkeiten mit anderen, aus Unentschiedenheit. Ja, die bringt dich rein in Stabilität und Sicherheit. Ja, die bringt dich rein einfach auch in neue Energie. Der Ritter der Stäbe, der kann für dich selber stehen, ja, dass du ja hier vielleicht auch aus einem Stillstand rauskommst oder dir dahingehend Sorgen machst, dass etwas noch nicht ganz so vorangekommen ist, wie du möchtest, ja, dann ja, schau einfach auch, geh in dich hinein und schaue, woran liegt's, ne? Es ist zu viel verkopfte Energie, ne? Zu wenig Tatkraft, ne? Was machst du aus deinem Potenzial? Was machst du mit deinen Ideen, deiner Energie, ne? Ja, was lässt du damit auch machen, ne? Lass dir nicht zu sehr reinreden. Sondern geh einfach, geh voran. Ritter der Stäbe ist eine relativ schnelle Energie, ne, und eine Bewegungsenergie. Ja, vielleicht so grundsätzlich, ne, komm aus dem Nachdenken raus, ne, beweg dich einfach auch. Ne, das kann tatsächlich auch heißen, geh einfach mal raus in die Natur oder tu dir was Gutes, mach etwas, geh eine Runde joggen oder verreis ein wenig. Ne. Mit den Stäben ist einfach auch so die Energie, über den Tellerrand hinauszuschauen, verbunden. Ja, damit hier einfach auch wieder neue Frische vielleicht reinkommt, ne? Neue Klärung, Klarheit. Ja, vielleicht ist es auch die Sorge hinsichtlich eines Ritters der Stäbe. Ja. Hast du da so deine Bedenken, drehst dich aber mit deinen Gedanken auch immer wieder im Kreis? Ja, dann nimm du selber einfach auch dieses Zepter in die Hand, ne? Ergreif deine Chancen und Möglichkeiten, dein Leben selber zu gestalten, zu kreieren, ja, aus dem Tag selber einfach auch etwas zu machen, ne? Das, was dir im Herzen wichtig ist, ne? Wo du hin möchtest. Was haben wir für die Nacht? Die 6 der Münzen. Ja, sehr schön passend für die Nacht. Ne? Ja, hier geht es um ausgewogenes Geben und Nehmen. Ja, aber eben gerade auch um die Balance, in Balance kommen, in Stabilität, in ja, eben auch Genesung. Ne? Also die Kräfte einfach wieder auftanken. Ja. Wirst du vielleicht auch wirklich ganz mit deinen Träumen, in deinen Träumen ganz realistisch begabt hinsichtlich dessen, ja, was hier Lösung bringt, ne, in Unentschiedenheit hinein. Ja, aber das kann wirklich einfach auch für die körperliche Balance stehen. Jo. Vielleicht, wenn du schon mit jemandem zusammen unterwegs bist, ja, vielleicht der Ritter der Stäbe, der steht auch so ein bisschen für flirtige Energie. Vielleicht gibt es hier einfach auch ein körperliches Miteinander, leidenschaftliches Miteinander. Ja, da achte auf ausgewogenes Geben und Nehmen, ja. Die Energie des Morgens. 4 der Schwerter. Vielleicht arbeitest du hier in der Nacht auch an etwas, ja. Und kommst dann erst am Morgen so richtig zur Ruhe. Ja, 4 der Schwerter, das ist aber auch so ein bisschen meditative Energie, ja. Vielleicht hast du da meditative Zeit, ne? Hast du das jeden Morgen jetzt eingeräumt oder kannst du es zumindest an diesem Morgen einfach auch einräumen? Ja, so ein gewisses Runterkommen, ruhigen Start in den Tag.
Wieder Schwerterenergie, sehr viel Luftenergie, wirklich diese Woche, ne? Ja, zum Luftholen. Ja, nimm dir Zeit zum Luftholen. Ist wichtig für den Tag, ne? Nicht nur in der Nacht körperlich auftanken, sondern was du einfach auch so mental für dich tun kannst, ja, um ja einfach auch mutig und engagiert und leidenschaftlich deine Sache anzugehen. Das hängt durchaus einfach auch von dem ab, ne, wie du frühst durchaus den Tag startest, ne? In ruhiger, gelassener Stimmung. Ja, vielleicht ist das für dich auch eine heilsame Erfahrung. Kann sein, ja, vielleicht praktizieren wir das diese Woche hier so gut miteinander. Schauen wir mal. Ja. Und am Vormittag. Die sieben der Münzen. Ja, da hat sich schon etwas angereichert. Gilt es vielleicht mit etwas, ja, auch Geduld zu haben, noch wie es sich weiterentwickelt, ja. Aber Geduld zahlt sich aus. Das ist bei den sieben der Münzen hier wortwörtlich einfach auch gemeint, ne? Da hat sich schon wunderbar eben wirklich etwas entwickelt, ne? Gerade im Beruflichen, vielleicht arbeitest du da gerade an einem bestimmten Projekt. Ja. Kannst es hier aber einfach nur abwarten, ne? Was sich daraus entwickelt und solange das tun, was für dich möglich ist zu tun, ne? Das ist bei den sieben der Münzen immer der Fall. Eben wie bei der schwangeren Frau beziehungsweise dem Pärchen, Elternpärchen, ne? Die können einfach nur darauf warten, bis das ja, bis das Kind geboren ist, ne? Zur Welt kommt dann tatsächlich. Ja, bis dahin können sie schon mal vorbereiten, alles schön machen, sich freuen, vielleicht dieses und jenes ausmalen, ne? Vielleicht malst du dir ja am Morgen oder am Vormittag schon ein bisschen aus, was du am Wochenende vorhast. Und ja, vielleicht kannst du es auch schon ein bisschen vorbereiten. Gilt es aber einfach auch noch, ja, die Zeit abzuwarten. Ne? Bis zu den 10 Münzen sind noch 3, ja, bis zum Jackpot, dem großen Familienglück sozusagen. Vielleicht hast du dann noch 3 Stunden Arbeit, das kann auch sein. Ja, die Zeit ist fortgeschritten. Ne? Aber vielleicht ist es tatsächlich auch ein bestimmtes Projekt, eine bestimmte Sache, ne? Vielleicht kommst du damit diese Woche gar nicht zu Ende, ja? Auch wenn du hier noch mal so manches vielleicht auch bedacht hast, ja. Ja, schauen wir mal, was die Mittagszeit der Hierophant, ja. Schutz und Segen, ja. Auch wieder das Wachsen von Lebensenergie, das Anreichern. Ne? Vielleicht ja, hast du da eben auch noch mal so ein bisschen Zeit zur Ruhe, zur Einkehr, zum ja auch zur Meditation. Ne? Aber naja, der Hierophant, der sagt schon auch, ne, sich mit bestimmten Prägungen auseinandersetzen, ja. Das kann mit verschiedensten Glaubenssätzen auseinandersetzen, ja. Ja, gerade ne, bei den 8 Schwertern ist es ja so, ne, du kommst raus aus diesem Gedankenkreislauf, ne? Schau dir einfach auch wirklich an, was dich zurückhält. Und geh dann Stück für Stück heraus, ne? Beweg dich heraus aus einer Situation, die dir nicht wohltut, ne? Jetzt aufs ja, allgemein und aufs Große betrachtet, ne? Schau dir einfach auch an, ne? Was du an Glaubenssätzen mit dir trägst. Ja, so nach dem Motto, ne? Das wird doch hier nie gut zu Ende kommen oder dafür brauche ich doch noch ewig oder was auch immer, ja. Warum? Warum denkst du so? Ja. Aber naja, hier darfst du weiter an deinem inneren wie äußeren Reichtum halt arbeiten, ne? Mit dem Hierophant, ne? Das ist schon auch so ein Stück weit Wissensanreicherung. Wirst du in diese Energie gebracht, ne? Das ist wesentlich. Wir haben eine große Arkana. Da wirst du bereichert, ne?
Da wirst du bereichert. Wir hatten es jetzt in den letzten Tagen mehrmals auch hinter den Kulissen, ne, an ja, deiner Stabilität, deinem inneren und äußeren Reichtum, ne, deinen Ressourcen einfach auch wieder wunderbar gearbeitet, ne, an deinem Lebenswachstum. Ja, das kann ganz grundsätzlich eben Mittagspause wirklich sein, ne, aber in der Entwicklung bestimmter Dinge, ne, hier einfach auch anzeigen, da geht etwas voran. Ne? Da ist einfach auch ja, die göttliche geistige Welt stark am Wirken. Ne? Seid ihr wunderbar miteinander verbunden? Ja, was haben wir am Nachmittag? Die Neunterschwerter. Ah, die Albtraumkarte. Ja. Vielleicht hast du Kummer und Sorgen, ne? Bereite dir ja etwas Kummer und Sorgen, ja? Vielleicht hier, warum sich ein bestimmter Ritter der Stäbe nicht meldet oder ja, der hat sich gemeldet. Und, ja, jetzt, was mache ich damit, ne? Das sind Gedanken, ja, die immer wieder auch nach dir greifen, die bedrücken. Ja, vielleicht durch Kommunikation zustande gekommen, ne, durch Nachrichten, die dir auch zukommen. Vielleicht hast du hier an dem Nachmittag einfach auch noch mal einiges an Gesprächen oder Sachen zu regeln und ja, denkst du, oh, hoffentlich schaffe ich das jetzt einfach auch bis zu einer bestimmten Zeit oder bis zum Abend, ja. Ja, ne, Neunter Schwerter, das sind auch immer wieder so selbstgemachte, ja, Albträume. Also da zerdenken wir etwas bis dahin, dass wir uns selber bedrücken. Ne? Ja, gilt es ja, der Gedankenenergie einfach auch so ein Stück weit Einhalt zu gebieten und ja, wirklich in die Erdung zu kommen. Ne? Hier ist wunderbare Erdung da, ne? Immer wieder. Hier genauso einfach, ne? Das ist die Erdenergie ist ein Teil ja, beim Hierophanten, bei der großen Arkana. Hierophant steht auch für Stier, ne? Der ja für ja, geerdet und Gesetztheit einfach auch steht, ne? Für Stabilität. Ja. Naja, ne, da gilt es immer wieder auch hier in Balance zu kommen. Wir haben eigentlich immer nur Münzenergie und Schwertenergie. Ne? Falls du nicht mit einem Ritter der Stäbe unterwegs bist, beziehungsweise eben ja, dir da jemand eben Kopfzerbrechen bereitet, ne? Die Gedanken an ihn, an sie, na, das muss jetzt nicht nur männliche Energie sein, kann auch weibliche Energie sein oder an eine bestimmte Sache, ja, vielleicht auch dahingehend, ja, wie du das Wochenende verbringst, vielleicht auch alleine verbringst, ja, mach selber etwas Wunderbares draus, ja, du bekommst ja einfach auch Rückenwind, ne? Häng nicht zu sehr in Gedanken fest, ne? Realisiere etwas einfach auch, ne? Unternimm tatkräftig etwas, tu das, was du tun kannst. Das ist ein Ding, oder? 6, 7, 8. Und ich habe sehr gut durchgemischt. Die haben sich übrigens vorhin schon gezeigt, beim Vormischen, ja. Ja, das ist echt interessant. Nur Schwerter und Münzen. Ja, da kommt ja einfach auch wirklich die Energie zu, ne? An deiner eigenen Stabilität zu arbeiten, ne? An, ja, und zwar indem du, ne, dich einfach denen widmest, auch die da sind, ne? Die einfach wertschätzt, die zu dir wollen, die dich wertschätzen, ne? Ja, die das anerkennen, was du tust, wer du bist, ja, die ja in dir einen Schatz sehen. Ja, lass dir das einfach auch im Herzen ja wirklich eine Stärkung sein, ne? Lebensenergie,
lass dich davon bewegen und vorantreiben. Ja? Und nicht von denen, die nicht da sind oder die nicht wollen oder die nur Leidenschaft wollen oder na, ja. Schauen wir mal, was das mir mit den Dolphin Oracle dazu noch sagt. Ich bin sehr gespannt, was es heute sein wird. Soulmate Relationship. Aha. Das ist interessant, ne? Die Seelenpartnerbeziehung, die Seelenverwandtenbeziehung, New Romance with a Spiritual Basis ist here for you now. Ja. Die neue romantische Beziehung mit einer spirituellen Basis, Grundlage, auf spiritueller Grundlage ist jetzt für dich hier. Ne? Ja. Eine Verschlungenheit ist das, ne? Hier ein Miteinander. Ein harmonisches Miteinander, Wohlfühlen. Ja. Etwas, was dir wirklich auch wohltut und dir Stabilität gibt. Ne? Dich einfach auch mal ablenkt, ne? Von all den Erledigungen oder Gedanken einfach auch, die du dir so machst, zu machen hast. Ja, vielleicht. Ja, triff dich einfach auch mit Freunden. Tu dir selber etwas Gutes. Ne? Ergreife, ne, die Beziehungen, die da sind, die dir wohltun, ne, die deiner Seele wohltun und der Seelenpartner, das Seelenpartnerschaft, ne, ist nicht immer nur der Liebespartner, ne, sondern wie gesagt, das können ganz verschiedenste Menschen sein, ne, Freunde, Familie, ja. Etwas Aufbauendes. Lebensbringende Energie. Father Healing. Aha. Die Vaterheilung. Your personal power increases as you give any father-related issues to heaven. Ja. Da hast du, ja, Vaterthemen. Vaterthemen, die dich bestimmen, die der Heilung bedürfen, die du, ja, dem Himmel abgeben kannst, ja, der göttlichen, geistigen Welt, ja. 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 Schau einfach, ne? Es ist eine Anregung. Bedenke es einfach auch, ne? Was dich da für Vaterthemen bestimmen. Ne? Dass du einfach immer nur in einer bestimmten Art und Weise zu sein hast. Ja, und deinem Vater vielleicht nicht recht warst oder der besonders viel von dir gefordert hat oder wenig Zeit hatte. Ja. Ja. So wie es ihm gerade mal passte, vielleicht. Schau einfach, ne? Ja, interessant. Naja, dann schauen wir dann noch weiter für Samstag und Sonntag. Und vielleicht mache ich dann wieder ganz normal eine Gesamtlegung. Meldet mir das gern einfach auch nochmal zurück, ja? Ja, alles Liebe und dann bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.